Sind Alexa und Siri meine Mittelsmänner, wenn ich darüber eine Pizza bestelle, und darf ich Chatverläufe abfotografieren? Diese und andere Fragen habt ihr mir heute in den Nutzerfragen gestellt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Sonntag. Zeit für eure Nutzerfragen. Erste Frage kommt von Kevada. Er oder sie fragt: Sind Inkassoschreiben und Mahnungen per E-Mail gültig oder müssen diese grundsätzlich per Brief geschickt werden? Nun ja, Mahnungen selbst haben normalerweise keine besondere Formvorschrift. Du kannst theoretisch sogar per Telefon gemahnt werden, oder es könnte jemand bei dir vorbeikommen und sagen: Hey, ich kriege noch Geld von dir. Dadurch werden Fristen und auch rechtswirksame Dinge ausgelöst. Allerdings muss man sagen, wenn man eben ohne Brief mahnt, hat man auch oft wenig nachzuweisen, wenn es denn nachher zu Streitfragen vor Gericht kommt. Das heißt, die Mahnung, die sollte schon schriftlich erfolgen, damit man nachher auch Beweise vorbringen kann. Und dann gibt es noch so Mahnungen, bei denen es darum geht, dass auch eine Schufa angedroht wird. Das haben wir hier vor einiger Zeit mal ein Video zu gemacht. Diese Mahnungen müssen schriftlich erfolgen, beziehungsweise die Schufa-Androhung muss schriftlich erfolgen, ansonsten ist sie ungültig. Aber grundsätzlich, Mahnungen können auch per E-Mail rausgehen. Brainsucker92 sagt: Ist das Abfotografieren von Chatverläufen zwischen zwei Personen und das Versenden dieser Verläufe an Dritte, fällt das unter das Briefgeheimnis? Da muss man mal gucken. Briefgeheimnis steht in Artikel 10 des Grundgesetzes und schützt vor allen Dingen dafür, dass der Staat nicht in eure geheimen Informationen, die in einem so einen Brief stecken, drin reinguckt. Das heißt, der Staatsanwalt kann nicht ohne weiteres einfach eure Briefe mitlesen. Also ihr werdet durch dieses Grundrecht vor dem Staat, vor neugierigen Blicken des Staates geschützt. Jetzt geht es aber bei dir darum, dass man ja in so einen Chatverlauf reinguckt und der Chatverlauf selbst ja wahrscheinlich sogar öffentlich war, wie auch immer du an den Chatverlauf dann rangekommen bist. Und da kann man sagen: Naja, ein Chatverlauf, der nicht für weitere Personenkreise bestimmt ist, weil du zum Beispiel einen Zugang zu dem Chat brauchst, wie ein Passwort, der ist schon geschützt, allerdings nicht durch das Briefgeheimnis, sondern durch die Persönlichkeitsrechte derjenigen, die da diskutieren. Und diese Persönlichkeitsrechte führen auch dazu, dass du eventuell, wenn das illegal passiert, ein Schmerzensgeld zahlen musst, Unterlassungsansprüche und Anwaltskosten, wenn solche Chatverläufe dann bekannt werden. Was anderes ist es, wenn man, wie jetzt meinetwegen den Paradise Papers, da ganz heiße Informationen drin sind, die die gesamte Bevölkerung interessieren und ein überragendes Informationsinteresse der Allgemeinheit besteht, dann darf man da auch ran und das dann auch veröffentlichen. Journalisten dürfen das. Atze Joker sagt: Wenn ich über Alexa oder Siri etwas online bestelle, habe ich ja über einen Mittelsmann einen Kaufvertrag geschlossen. Was passiert denn da bei Fehlern oder Missverständnissen? Tatsächlich ist es so, ein Kaufvertrag kommt immer zwischen zwei Personen zustande durch übereinstimmende Willenserklärungen. Das kann dann sein, dass man dazu sich moderne Techniken nimmt, einen Chatraum oder E-Mail oder eben Alexa oder Siri und so dann eben einen Kaufvertrag beschließt. Es kann aber auch zu Fehlern in der Spracherkennung kommen. Ich hatte letztens einen Film, wir haben irgendwas geschaut, unser Alexa steht unterm Fernseher und dann sagt irgendein Krimi-Boss: Ja, Alexei, was sagst du dazu? Und plötzlich sagt Alexa: Okay, du möchtest einen Staubsauger so und so kaufen. Meine Frau so zu mir: Was willst du kaufen? Ich sage: Sofort den Fernseher ausgemacht und rufe rein in den Raum: Alexa, stopp! Und Alexa hat dann auch gestoppt, aber ich habe mich auch kurz gefragt: Moment mal, wer hätte denn jetzt hier den Kauf ausgelöst? Naja, wohl ich, aber durch den Fehler, der hier passiert ist, gehe ich davon aus, dass ich den wegen Irrtums hätte anfechten können oder wegen eben Übermittlungsfehlern hätte anfechten können. In der Praxis muss ich allerdings auch dazu sagen, ergibt sich dieses Problem gar nicht so häufig, denn ihr habt ja ein zweiwöchiges Widerrufsrecht im Onlinehandel und insofern kann man, selbst wenn dann so eine Bestellung ausgelöst worden ist, ja auch immer noch die Bestellung widerrufen. Es gab ja letztens den Fall, hat der eine oder andere vielleicht auch mitbekommen, da hat jemand gesagt: Alexa, buy me a dollhouse.
Puppenhaus. Alexa, kauf mir ein Puppenhaus, hat so ein junges Mädchen gesagt. Dann hat Alexa das wirklich zugeschickt. Gut, kann man schon darüber streiten und juristisch dicke Bände füllen. Jetzt sagt ein Nachrichtensprecher in Amerika, das war ja Wahnsinn, da hat doch wirklich ein Mädchen gesagt, Alexa, buy me a Dollhouse. Und das hat hunderte Bestellungen von Puppenhäusern ausgelöst, weil genau wie bei mir der Alexa-Empfänger unter dem Fernseher stand und dann eben da die Bestellungen ausgelöst worden sind. Noch eine Frage kommt von 96 Julius B. Er oder sie fragt, wie sieht es aus im Moment mit der VPN-Nutzung? Darf ich damit das amerikanische Netflix abrufen und Geoblocking umgehen? Ja, das kommt darauf an, ob man VPN Geoblocking als wirksame Schutzmaßnahme ansieht. Ich selbst bin nicht der Meinung, dass Geoblocking eine wirksame technische Schutzmaßnahme ist. Deswegen ist es keine Urheberrechtsverletzung. Für die EU kann ich sowieso schon mal dir gute Nachrichten verkünden. Bald kannst du in ganz Europa deinen Netflix-Account überall mit hinnehmen. Das möchte die EU gerne, dass man überall Netflix schauen kann und dass dir nicht irgendwo zusammengeschnitten wird. Ich persönlich vertrete schon seit langem die Rechtsauffassung, dass man diese Sperren umgehen kann. Habe das hier auch schon öfter kundgetan. Es könnte zwar sein, dass ihr damit gegen die Netflix allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßt und euch Netflix rauswirft, aber eine Straftat ist es jedenfalls nach meiner Meinung nicht, wenn man Geoblocking-Sperren umgeht, denn dadurch wird keine wirksame Schutzmaßnahme umgangen. Wirksam wäre es vielleicht noch, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet und mir hier einen Daumen hoch gebt, dann seid ihr nämlich morgen auch schon wieder dabei. Euch wünsche ich einen schönen Sonntag. Schickt mir gerne noch ein paar weitere Nutzerfragen, die ich dann in der nächsten Woche beantworten kann. Tschüss und bis dahin.